Natürlich fliegen beide von diesen Kackbällen vorbei. Ja, Mann. Meine Feuerkugeln sind halt ein bisschen querschnittsgelähmt. Die treffen nicht. Ah! Ernsthaft? Nicht eine verkackte Kugel hat bis jetzt getroffen. So, beide Schwerter rausgezückt. Nein! Hör auf mit diesen Schlägen! Also gegen Eis kann ich nichts aus. Also ich muss erstmal den mit den Eiszapfen irgendwie besiegen. Weil irgendwie gegen Eis kann ich überhaupt nichts. Warte mal, warum habe ich denn überhaupt diesen blöden Helm nicht auf? Hier, erhöht Frostschutzresistenz. 30%, das ist ja schon echt das meiste. Ich will gar nicht wissen, warum dieser Scheiß immer nicht trifft. Na endlich. Na los. Ich werde mal eben... Daneben! Guck dir mal an, wie er es einfach alles abzieht. Geht doch. Alter. Die Animation war gut. Das müsste öfters mal passieren. Warum heilt mich dieser Scheißtrank nie? Das, finde ich, haben sie ja wirklich ein bisschen blöd gemacht, dass es eigentlich nur ein einziger Trank gibt. Oder beziehungsweise... Mana regeneriert 10%... Her damit. Nicht dein Ernst! Da kommt von rechts ein Feuerball angeflogen und ich fliege erstmal die ganze Klippe runter. Alter! Das gibt's doch nicht! Es ist total herausfordernd, aber es ist langsam echt ein bisschen nervig. Habe ich hier denn keine anderen Pfeile drin? Jetzt probieren wir das halt mal mit dem guten alten Bogen. Spitzhacke? Davon habe ich aber auch nichts gesagt. Ich habe Jagdbogen. So, und jetzt. Puh! Das gibt's doch einfach nicht. Wieso treffe ich nicht? Ich kann den Pfeil sonst schießen. Entweder höher oder niedriger. Es trifft doch eh nicht. Entweder schieße ich wirklich gerade zu schwach. Den Baum eher. Na endlich. Wow. Dass der natürlich gleich auf mich zuläuft. Das ist wieder so typisch von diesem Spiel hier. Dass sie mich ärgern wollen. So. Der ist hier weg vom Fenster. Der mit seinen Feuerbällen ist eigentlich nicht so kräftig. Ah!
Oh, dann ist er wieder weg. Los! Boah! Nee! Wir haben es echt geschafft! Willst du mich verarschen? Boah! Ich hoffe, ich habe jetzt nicht übersteuert, aber... Alter, war das... Es war echt gerade etwas zermürbend. Und von mir aus diese Stiefel, ne? Die zieh ich sofort an. Wie sieht das aus? Passt doch. Ich muss auf jeden Fall eine andere Rüstung haben. Das geht einfach so nicht weiter. Boah. Mann, oh Meter, ich bin Peter. Nein, der nächste schon wieder. Och, nö. Dann denkst du, du hast gerade mal alles geschafft. Und dann kommt schon der nächste Idiot. Ich laufe mal gerade ein bisschen schneller. Warte mal, ich muss mal eben die Robe anziehen, damit das ein bisschen schneller geht. Warum hängt man hier eigentlich an jeder Stelle? Jetzt ein Schuss und tot? Vor allem, wie weit kann die schießen mit ihren Blitzen, die dauerhaft blitzen? Ich kann so weit jedenfalls nicht schießen. Vor allem, wie viel Schaden das macht. Guck mal, wie viel Leben wir noch haben. Boah, ey. Das kann doch nicht sein, dass diese Stelle hier so bekloppt ist. Und das ist ja einfach mal so in der Landschaft. Guck dir das mal an! Der zweite Schuss und ich bin schon... Dritte Schuss und ich bin tot! Wo bin ich denn hier gelandet? Im hyper abgefahrenen, krassen Viertel, wo man einfach keine Chance hat? Komm, ich laufe jetzt hier runter. Da kriege ich jetzt nichts. So. Natürlich! Vom Regen in die Traufe! Na, endlich. Boah, ich hoffe, ich habe jetzt endlich mal hier Ruhe. Das kann doch nicht sein. Es ist so... Das Spiel hasst mich. Oh. Du kannst aber sagen, was du willst. Enderal ist so schwer. Aber es ist trotzdem immer noch so schön, wenn man sich diese Landschaften ja so anguckt. Aber es ist so verdammt schwer. Boah, ey. Oh, schön. Jetzt muss ich auch noch fett abhusten hier. Wahrscheinlich steht hier gleich der nächste Gegner um die Ecke. Ah, der Eisbranke. Endlich mal etwas, wofür sich das ganze Kämpfen gelohnt hat. So. Hier geht's jetzt nämlich weiter. Ich will es nicht hören. Verdammt, ich habe genug von deinen Lügen. Aber bei Malphas, ihr, bitte, ihr müsst mir helfen. Sie hat vollkommen den Verstand verloren. Es ist der Staub. Sie ist nicht sie selbst. Na sowas, die Schoßhündin kehrt zurück. Ich hätte mir denken können, dass ihr nicht ablasst. Aber wisst ihr was? Diesmal nicht. Ich werde mich nie mehr von diesem Miststück eines Bruders herumschubsen lassen. Ich habe nichts mehr zu verlieren.
Ich höre gerade was. Oh nee, kommt jetzt etwa so eine verkackte Krabbe und greift mich wieder an, oder was? Das Gekrabbel im Hintergrund. Indem ihr ihm... Ja, natürlich steht die neben mir. Indem ihr ihn umbringt, macht ihr auch nichts besser. Teilt das Geld doch einfach auf und fertig. Oh, das gibt's doch nicht. Ich hätte mir denken können, dass er nicht abhaut. Aber wisst ihr was? Diesmal nicht. Nein, das könnt ihr vergessen. Oh, was ist denn das hier? Weißt du, wie kacke das ist? Was habe ich denn jetzt gedrückt? Hä? Das ist... Also das nervt mich hier wirklich auch am meisten. Also das ist... Von wo kam denn diese verkackte Krabbe? Hier ist doch eine... Von hier draußen. Ernsthaft? Mann, ey. Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein, Leute. So, jetzt nochmal. Ja, ja. Ja, sie ist das auch so. Ja, bestimmt. Sie ist nicht sie selbst. Das glaube ich auch. Die Schoßhündin kehrt zurück. Was, Schoßhündin? Ich hätte mir denken können, dass er nicht ablasst. Aber wisst ihr was? Diesmal nicht. Mhm. Ich werde mich nie mehr von diesem Miststück eines Bruders herumschubsen lassen. Okay. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Indem ihr ihn umbringt, macht ihr auch nichts besser. Teilt das Geld doch einfach auf und fertig. Nein. Nein, das könnt ihr vergessen. Er würde niemals loslassen, bis er hat, was er will. Es endet hier. Dafür werde ich sorgen. Ihr wollt euren eigenen Bruder töten, nur wegen eines verdammten Erbes? Ich scheiße auf das Geld. Ich habe euch erzählt, wie mich dieser Mistkerl behandelt hat, seit die Banditen unsere Eltern abgeschlachtet haben. Ihm wäre es doch lieber gewesen, wenn ich gleich mit ihnen verreckt wäre. Nein. Scheiße, verdammte. Ich bin am Ende, das weiß ich doch auch. Aber es ist seine Schuld, verflucht nochmal. Seine, weil er nie für mich da war. Nicht, als wir unsere Eltern verloren haben. Nicht, als ich diesem beschissenen Staub verfallen bin. Nie! Wisst ihr, bevor er euch nach mir geschickt hat, hat er es selbst versucht. Das war das erste Mal, dass ich ihn seit Jahren gesehen habe. Aber nein, natürlich ging es nicht um mich. Es ging um sein verdammtes Geschäft und das Geld, das uns beiden gehört. Versteht ihr? Uns beiden! Und ich bin es leid. Ich kann einfach nicht mehr. Ihr steht unter Drohung, Sila, und ihr macht einen verdammt großen Fehler. Ah ja? So fühlt es sich aber nicht an. Legt die Waffen weg oder ich muss euch dazu zwingen. Ach ja? Das werden wir sehen. Na, endlich mal ein Kampf, gegen den wir wieder kämpfen können. Ui! Sie, der Schlüssel für den Käfig, schnell! Holt mich hier raus! Mensch, die ist ja ganz schön weggeflogen! Ich habe jetzt überhaupt nichts gesagt, weil ich gerade etwas, nachgedacht habe. Oh, hier, Glimmerstaub. 3 Stück hat sie natürlich dabei. Käfigschlüssel. Aber, mal ganz ehrlich, es war das Richtige, weil sie ist unter Drogeneinfluss gewesen. Und konnte nicht mehr nachdenken. Ich hätte sie am liebsten erschlagen oder so, dass sie, ich sag mal, K.O. wäre. Oder wenn wir irgendwie einen Zauber gehabt hätten, sie irgendwie einzufrieren. Aber ich habe ja im Moment noch nichts dergleichen. Oh, Schmieröl. Da hätte ich jedenfalls dann irgendwas gemacht. Ausdauerfestigungstrank. Nehmen wir auch mit. Eisenbaren Frostschutztrank. Kleiner Seelenstein. Und hier ist auch noch ein Mana-Trank. Okay, dann machen wir mal die Tür auf. Das war etwas viel auf einmal. Der Sonne sei Dank habt ihr ihren Lügen kein Gehör geschenkt. Sie, diese verdammte Droga, sie hat sie zerstört. Ja. Stimmt es denn wirklich, dass ihr sie im Dorf zurückgelassen habt? Was? Nein, natürlich nicht. Sie rationalisiert. Wisst ihr... Von dem Moment an, als sie das erste Mal geschnupft hat, hat sie begonnen, mich für ihre Misere verantwortlich zu machen. Immer und immer wieder. Mhm. Es ist einfach leichter, die Schuld in jemand anderem zu suchen, als seinen eigenen Dämonen ins Gesicht zu blicken. Ja,
Vielleicht hätte ich mehr tun sollen. Aber am Ende des Tages ist es... war es ihr Leben, oder? Ich habe mein Bestes getan, in dieser Welt zu überleben. Aber sie wollte stehen bleiben. Ich schätze, darauf läuft es am Ende heraus. Und nun? Nun bekommt ihr erstmal eure Belohnung. Hier. Ihr könnt den Schlüssel haben. Was noch übrig ist, ist bei Weitem nicht genug, um meine Schulden zu decken. Aber ohne euch wäre ich jetzt tot. Tja, und in Anbetracht der Umstände komme ich mir fast albern vor, das zu sagen. Aber ich habe euch noch ein Buch versprochen. Und das sollt ihr haben. Mhm. Ja, Elementarismus oder Einhandkampf, weil wir sind so schlecht, wirklich. Gut. Hier. Dankeschön. Und jetzt sind wir wieder ein Level aufgestiegen und ich würde das Ganze am liebsten in die Lebensenergie stecken. Jetzt entschuldigt mich. Sila hatte den Verstand verloren, aber sie war dennoch meine Schwester. Ich will gebührend von ihr Abschied nehmen. Mach das, guter alter Milbert. Ah, ihr. Was gibt es? So. Allgemeiner Seelenstein nehmen wir natürlich auch. Ich gucke mich jetzt hier noch mal ein bisschen um, ob es hier noch was gibt. Weil es ist hier wunderschön, ne? Ist auf jeden Fall eine tolle Stelle. Tja, da liegt sie da nun und er tritt sie mit Füßen. Das ist toll. Da hinten ist noch ein Schiff. Das sollten wir uns auf jeden Fall auch angucken. Und da sieht so aus, als ob da eine Höhle wäre. Da oben war ich noch nicht drauf. Ich weiß nicht, ob wir da hingehen sollten. Aber ich habe immer so das blöde Gefühl, dass wir hier schneller sterben, als uns lieb ist. Als uns das lieb ist. Da, Stahlgroßschwert gibt es hier. Was ist hier in der Truhe? Blauer Quarz, her damit. Genesungstrank. Kleiner Seelenstein, Mana-Trank. Zange. Ne, Zange brauche ich nicht. Rolle der Wohltat. Und dann haben wir hier Gesellenbuch Entropie. Schön, haben wir hier auch schon mal ein Gesellenbuch gefunden. Das dürfen wir nur noch nicht benutzen. Weil wir das erst in den höheren Werten benutzen sollten. 7 Groschen. Gibt's hier eigentlich unter Wasser irgendwas? Sieht nicht so aus. Die Unterwasserwelt ist hier nicht so gestaltet. Aber das macht auch nichts. Das braucht, muss es auch wirklich nicht. So, hier ist noch ein Skelett. Das hat nichts. So, jetzt möchte ich erstmal kurz die Lehrlingsbücher nehmen. Da, Lehrlingsbuch Alchemie. Auf jeden Fall 1 auf 19 und ein Lehrlingsbuch Einhandkampf. Von 1 auf 19. Elementarzauber kosten 10% weniger Mana. Irgendwo so. Ich weiß nicht. So, dann müssen wir eigentlich mal. War das nicht der Knopf? Der geht nicht. Fokus. Ups! Das war gerade der falsche Zauber. Meditation, das brauche ich. Bumm. So, dann wollen wir jetzt erstmal gucken, kurz in den Baum. Jetzt müsste ich ja 2 Punkte haben, theoretisch. Habe ich auch. Und ich muss das auf jeden Fall irgendwie in die Rüstung stecken. Schildwall. Moloch. Hier. Blocken ist 15% wirkungsvoller. Das ist natürlich wichtig. Was ist ein Moloch? Des Hüters verbessert die Wirksamkeit von Defensivtechniken wie Paraden und schwerer Rüstung, sowie alles, was eure Widerstandsfähigkeit im Kampf beeinflusst. Schwere Rüstung ist 15% wirkungsvoller. Habe ich denn eigentlich eine leichte oder habe ich eine schwere an? Das ist leichte Rüstung hauptsächlich. Das ist als einziges die schwere Rüstung. Ansonsten habe ich alles leichte Rüstung. Und leichte Rüstung ist in diesem Baum hier, glaube ich, sehr... Da, passende Rüstung.
Leichte Rüstung ist 17% wirkungsvoller. Ich glaube, das sollte man nehmen. Die Erinnerung des Vagabunden schulen euch im Umgang mit Giften und Tinkturen sowie dem Einsatz leichter Rüstung. Und vor allen Dingen ist es auch wichtig, wenn wir leichte Rüstung haben. Das heißt, auch unsere Magierobe ist ja leichte Rüstung. Und somit können wir dann auch den Wert etwas steigern. Deswegen sollten wir das auf jeden Fall machen. Was haben wir denn danach? Tränke, die Gesundheit, Mana oder Ausdauer wiederherstellen, sind fortan wirkungsvoller. Giftkocher, Windläufer, feinfühlige Zunge. Beim Verspeisen einer Zutat offenbaren sich euch spontan mehr der Alchemieeffekte. Das ist wichtig. Oh, das muss ich auf jeden Fall haben. Jetzt ist nur die Frage, wollen wir passende Rüstung noch machen? Oder Salbenkunde. Schwierig. Was haben wir hier auf der Seite? Hinterhältig. Wahrscheinlichkeit, mit der euch Gegner im Schleichen erkennen können, sind um 15% eurer Preise bei Händlern verbessert. Was? Nochmal. Sinkt um 15%. Eure Preise bei Händlern verbessern sich um 7%. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Das hier war, glaube ich, der Mana, ne? Nee, das hier ist der Mana-Baum. Doppeltes Wirken. Ermöglicht es euch, eine besonders mächtige Version eines Elementarzaubers zu wirken, wenn ihr diesen in beiden Händen ausgerüstet habt, die sie gleichzeitig wirken. Arkanrange? Blitzzauber verursachen 20% mehr Schaden. Elementarraserei, Feuer- und Frostzauber Das ist wieder genau das Gleiche. Doppeltes Wirken. Wäre natürlich nicht schlecht. Was ist das hier? Schleudert einen Kegel aus Frost, der eure Gegner für kurze Zeit einfriert. Eingefrorene Gegner haben zwar erhöhte Schadensresistenz, aber können mit geringerer Chance bei einem Treffer zerschmettert werden. Blitzzauber stumpfen Waffen und kraftvolle Angriffe erhöhen die Wahrscheinlichkeit. Was? Stumpfen Waffen! Achso, erhöhen die Wahrscheinlichkeit. Boah, das ist ja alles so gut. Wir sind auf jeden Fall doch zu schwach. Ich weiß nicht. Oh, das ist so schwierig, jetzt sich zu entscheiden, was man nimmt. Ich meine, wir müssen alles irgendwie haben, aber. Baba. Zwei Handwaffen. Okay, zwei Handwaffen, da gehe ich ja gar nicht drauf eigentlich. Das ist ja alles, was für zwei Handwaffen ist. Die linke Seite. Die hier ist für Einhandwaffen. Und das hier dürfte für... nur für die Rüstung sein. Für schwere Rüstung. Oh, ist das schwer. Schleichen will ich eigentlich nicht. Schleichangriffe mit Bögen vor so einem 2,... Oh. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich muss hier mal langsam raus. Konzentration? Was war das hier? Psionik-Zauber wirken 15% länger, Entropie-Zauber verbrauchen 20% weniger Leben. Was ist denn das hier? Geübter Ritualist. Ermöglicht es euch besonders mächtige Versionen eines Psionik und Element... Das wäre natürlich auch verringert die Mana-Kosten von Mental- und Lichtzaubern der Novizen- und Lehrlingsstufe. Lichtzauber sind ja quasi die Blitze. Verbessert die Wirkung aller Rüstungszauber. Es ist natürlich auch gut, wenn ich jetzt einen Rüstungszauber vorweg mache, der mich verbessert. 35% ist schon eine Hausnummer. Ja, das muss ich vor allen Dingen sowieso mal machen. Mehr, ich sag mal, magische Rüstungen auch mal anlegen. Mache ich aber zu selten. Doppeltes Manipul... Komm, wir machen doppeltes Wirken und wir gehen mal raus. Ich will jetzt mal wissen, ob das auch bei den Blitzen geht. Aber ich gehe mal von aus, das wird sich eher auf den Feuerball beziehen. Passiert jetzt hier noch was?
Also wir müssen auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen leveln. Dafür bietet sich das da hinten an. Okay, es geht. Doppeltes Wirken ist an. Mal sehen, ob ich den abschießen kann. Weißt du was, wenn wir jetzt schon mal hier sind? Da. Da ist eine Krabbe. Ups. Es scheint stärker zu sein. Die Krabbe ist ja mal mega geflogen. Und sie liegt auf dem Bauch. Da hinten ist ein Skelett. Feuer! Habe ich den jetzt erwischt oder nicht? Hier vorne steht ja auch noch ein Skelett. Okay, das scheint nicht so gut zu funktionieren, weil das einfach eine zu weite... Ich weiß nicht, dieser Feuerball fliegt ja nicht gerade, der fliegt ja so ein bisschen kurvig, ne? Wir probieren das einfach mal an dem Hirsch aus. Okay, er wird ein bisschen beschädigt, aber jetzt nicht so toll, dass er gleich tot ist, weißt du? Aber ich möchte gerne den Jagdbogen haben. Ich bin auf der Jagd. Okay, das hat jetzt nicht gerade getroffen. Mann, das gibt's doch nicht. Ein wenig gebrutzle. Jetzt laufe ich natürlich ganz schön weit weg, aber ist egal. Es macht gerade Spaß. Was? Jetzt taucht er auch noch. Ich müsste ihn eigentlich nur noch... Ah, jetzt habe ich diesen Bogen wieder nicht. Was? Jetzt habe ich eher eine Riesenkrabbe getroffen. Was ist hier? So war das jetzt eigentlich nicht geplant. Ich bin gerade auf der Jagd. Siehst du das nicht? Tja, das war eine sehr vergeigte Jagd, würde ich mal gerade anmerken. Egal. Ich merke langsam, ich werde ruhiger und stiller. Deswegen werde ich jetzt die Aufnahme auch beenden. Weil wenn ich mal bedenke, wie ich angefangen habe, bin ich jetzt echt, ja, schon so langsam wieder am Ende von meiner Konzentration. Das ist ein bisschen doof. Das ist leider meistens so. Vor allem bei Enderer. Oh! Mensch! Das... In diesem Moment stürzt Enderall ab. Naja, gut. Wenn das jetzt so ist, dann ist das halt so. Ich wollte sowieso gerade die Aufnahme beenden. Von daher, hey, passend! Passender geht's ja gar nicht mehr. Jedenfalls, vielen lieben Dank für euer Interesse und wir sehen uns dann hier in der nächsten Enderall-Aufnahmesession wieder. Mal sehen, wann die sein wird. Wie gesagt, es kann jetzt sein, dass immer mal wieder ein paar Lücken sind, aber es wird weitergehen. Da braucht ihr keine Angst haben. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, bye, bye.